über meine Leistungen zu urteilen, das überlasse ich anderen Menschen. Das kann man auch selber gar nicht so tun. Natürlich bin ich schon stolz, dass ich mich ja, seit meinem 16. Lebensjahr selbst erhalten habe. Ich habe vom Zeitungskolporteur bis Gepäcksträger, Skiverleiher war ich natürlich auch, Campingwart, da bin ich Reiseleiter geworden. So als Reiseleiter hat man eine Gruppe von 30, 40, 50 Menschen und man ist gezwungen als Unternehmer zu denken. Man lernt natürlich auch die Welt kennen, das ist eine ganz wichtige Sache. Ich glaube überhaupt, dass Menschen, die heute im Tourismus arbeiten, unbedingt vorher die Welt ansehen müssten, um einen Weitblick zu bekommen. Und ich hatte Gott sei Dank das Glück, schon als junger Mensch die Welt sehen zu können im Studium. Und die Frage kommt natürlich oft, wie kommt der Mathematiker dazu, eine touristische Laufbahn einzuschlagen? Es lag praktisch auf der Hand. Ich war eben über viele Jahre Reiseleiter und das hat natürlich viel Spaß gemacht, mit Menschen umzugehen. Und so habe ich beschlossen, im Tourismus zu bleiben. Und so ist dann dieses Reisebüro entstanden, Eurotours, das ich dann 1980 gegründet habe. Ja, das hat sich natürlich dann sehr, sehr gut entwickelt. Und heute können wir fast auf 1,4 Millionen Kunden verweisen, die pro Jahr unsere Produkte kaufen. Also da ist schon einiges los und ich freue mich natürlich auf diese nächsten Jahre noch. Hoffe, dass ich gesund bleibe und hoffe, dass auch meine Mitarbeiter mit dieser Begeisterung weiterarbeiten werden wie bisher. Und dann ist der Erfolg ohnehin schon vorbereitet.